So, da bin ich wieder. Das, genau. So. Die Wohnung wollten wir jetzt einrichten. Die braucht auf jeden Fall ein Badezimmer und dann eine Wohnküche. Und die hat mir eindeutig zu viele Fenster. Hier die Küchenzeile hinbauen. Nochmal. Hier das Bad. Das bleibt offen. Da kommt die Küche hin. Also die Küchenzeile. Und ich habe nur noch 33.000. Oh. Kann ich nicht gleich sofort fertig bauen. Schön. Verkaufen. Wände. Heizung. Bewegen. Dahin. So machen wir die ist doch nicht so einfach. Das ist doch nicht so einfach. Das Bad so mache. Vielleicht erst die Sachen, die du in deinem Inventar noch hast, verwenden. Ja, ist ja nicht viel, was ich verwenden könnte, außer das Sofa. Fertigkeitenpunkte. So, wenn die hier reinkommen, ich würde tatsächlich die Küchenzeile hier über Eck bauen. Hier ein Sofa, da TV und alles. Dann könnte dort ein Bett hinkommen. Eine Badewanne muss ja nicht unbedingt rein. Wenn wir das so machen, könnten wir hier das Bett hinstellen. Ich kann die Duschkabine auch ehrlich gesagt vor die Fenster stellen, das ist ja scheißegal. Mache ich die hier hinter? Oder mache ich das Bad hier hin? Wenn wir das Bad hier hin machen, könnte ich. Ja, so, genau so. Hier. Dahin. Gut, Sitzen und Kühlschrank, Schlafzimmer. Warte mal, jetzt wollen sie auch immer drei Zimmer haben. Die wollen nur ein Klo rein haben? Boah. Naja. Badezimmer bekommt fließende. Wohnzimmer bekommt. Was ist das? Beton. Gibt es dazu passende Wände? Nee.
Ne, da machen wir irgendeine Holzsorte hier rein. Ach Gott, da erkennt man ja gar nichts. Wir nehmen das hier. So, das war jetzt was? Hartholz, aber keine Farbe. Schön. Irgendwas Gräuliches war das doch. Bleib mal wieder dabei. Und Badezimmer bekommt Fließende. So. Dann eine Duschkabine. Warte mal, wenn ich hier... Oh Gott. Nee, bleibt so, okay. Eine Duschkabine. Kann ich die auch so? Nee, schade. Dann ein Klo. Ein Standardwaschbecken erstmal. Ein Pömpel. Klopapier. Okay. Und ein Spiegel. So, damit alle zufrieden sind, ein Handtuchhalter. Bad ist fertig. Ich werde dann immer das Fenster wegpacken. Ja, das ist... Ich weiß nicht. Ist halt nur scheiße, dass man das nicht drehen kann, dass dieses kleine Stück hier ausreicht, dass man da rein kann. Weil die komplette Wasserleitung ist irgendwie jetzt beim Fenster, das... Ja, keine Ahnung. Ich muss da ja nicht drinnen wohnen. So, Badezimmer, Hammer, Schlafzimmer. Wollen sie auf jeden Fall ein Bett haben. Das habe ich ganz vergessen. Ein Bett. Moin, moin, Justin. Mir geht's ja relativ gut. So, das Bett kommt dahin. Haben wir das Schlafzimmer schon mal erledigt. Das ist gut. So, die Küchenzeile, wo mache ich die jetzt hin? Die wollte ich eigentlich hier hin haben. Aber ich werde die tatsächlich hier an die Wand ballern. Denn ich weiß, wie ich das mache. Dahin und jetzt noch die Spüle. So. Und jetzt hätte ich gern irgendwie... falsche Taste. Ja. Ja, können wir so lassen.
Hier eine Dunstabzugshaube gibt's noch. Die hängt nicht ganz mittig, schön. So. Dann eine Mikrowelle. Ne, Mixer braucht man nicht, aber Wasserkocher. So, und Kühlschrank. Oh, den habe ich total vergessen. So. Glasfaseranschluss in der Dusche für den 5G-Empfang in der Dusche. Ja. Eine Sitzmöglichkeit. Und da habe ich mir das so gedacht. Mal das so machen. Nee. Das hier so. Ich könnte rein theoretisch jetzt da noch was hinballern. Moderner TV-Schrank. Wie siehst denn du von hinten aus? Gut. Da soll noch eine Pflanze hin. Steht ja fast mittig. So. Wie viel habe ich noch? 24.000. Und weil ich gerne übertreibe. So, dann was haben wir hier? Retro-Konsole, Play-X-Konsole, das soll bestimmt die PS4 darstellen, die gibt es natürlich auch, und eine alte Retro-Konsole. Huch, das wollte ich nicht. Hä? Was ist das für ein fettes Spiel? Oh, es war die Wii-Konsole. Hier sind die Spiele. So. Moderne Lupe. Dann hätte ich gerne diesen hier, damit die warme Füße haben beim Zocken. Sieht schon mal recht nice aus. Ein Pflänzchen wollten wir da hinten hinstellen. Passt nicht. Passt nicht. Wow. Stellen wir es dort hin. Das und das. Lampen. Lampen hätte ich auch gerne noch irgendwie. Ein paar modernere, wenn es geht. Ansonsten. Kriege ich da. Oh, das kriege ich hier tatsächlich noch hin. Nice! Kann man die hochkant machen? Nein. So, so, so. Eine Uhr bekommen sie noch rein. Das da.
Da kommt auch noch eine Pflanze hin. Kommt aber das hier. Das dorthin. Hättest du eigentlich Lust, mit mir Stardew Valley zu streamen oder zu Let's Playen? Ich habe das Spiel gar nicht. Ich hab das Spiel ja gar nicht. Ich warte momentan. Oh Gott, auf was warte ich, ne? Ich kann ja mal. Ah, ne, das werde ich jetzt nicht umschalten, sonst komme ich durcheinander. Wunschliste. Ich warte halt momentan auf Lost Viking, Kingdom of Women, Northgard. Ach, das ist ja schon draußen. Okay. Viking City Builder und Viking Simulator. Valhalla Awaits. Auf die Spiele warte ich halt momentan. Irgendwie fehlt hier noch was. So. Notizbücher, die können wir da unten reinmachen. Was ist das? Heiliger, was? Heiliger der alten Vögel? Ach du Heimatland! Der sieht aus wie Darko, wenn er sich aufregt. Ah, den konnte ich mir nicht verkneifen. Den konnte ich mir nicht verkneifen. Fehlt immer noch was. Das gefällt mir noch nicht so richtig. Das ist voll der kleine Schuhständer hier. Der ist putzig. Lampe. Ach komm, scheiß drauf. Verlassene. Was? Was war das? Egal. Tag der offenen Tür. Ah ja, komm. Lass ich mir. Das gönne ich mir. Okay. Hintergründe prüfen. Keine Vorstrafen, null Schulden, Mietverhältnis. Meinung gut. Aber der gefällt die Klobürste nicht. Das war die hier. Wow. Er wollte mich verarschen? Ich kann euch kein Klo aus Mahagoni hier reinbauen. Okay, dem gefällt das Klo nicht, so ein Fixkopf. Und? Fällt's dir? Auch nicht. Aber komm, wir nehmen die hier. 3700 für 60 Tage, komm. Ist doch gut.
Komm, ich gebe 3000 runter. Ich muss ein bisschen Gewinn machen. Nice. 2,5. Ah ja, komm. Ich habe noch einen Gewinn von 1800. Ich dachte, ich gönne mal 10 Euro. Hä? Ah, lol, hast du etwa... Das... Danke, Nico. Lol, ich dachte, das wäre in-game gewesen. Ich muss den Alert-Sound definitiv ändern. Danke, danke. Jetzt muss ich aber mal ganz kurz fragen, kam denn im Stream eine Benachrichtigung? Weil ich habe das nie getestet bisher. Okay. Ich muss definitiv die Stream-Vorschau mal vergrößern. Aber danke, danke. Aber trotzdem, die Kinder werden es erfahren, denn ich werde das durch drei teilen und den Kindern in die Spardose stecken tatsächlich. Steht ja auch so unten in der Beschreibung von meinem Twitch-Channel. Da werden sich die Kinder freuen. Ich habe 12 Tage Zeit. Boring Lane. Am besten in der Mitte. Entlohnung 14.000. Ah ja, komm, wir nehmen den an. Scheiß drauf. Das kriege ich hin. Ich habe gerade das Geld. Gut, schön, dass du überwiesen hast. Hier, Renovierung starten. Reinigen, reinigen, reinigen. Oh ne, scheiße. Reinigen. Was auch immer das war. Oh Mann. Haha, abgebrochen. Reparieren. Reparieren. Reinigen. Reinigen. Wieso kann ich das nicht mehr einlagern? Hä? Ich hab doch... eigentlich genügend Platz haben. Okay. Was kommt jetzt, wenn ich mich nicht erschrecken soll? Renovierung starten. Ach du Scheiße, was wollen die denn hier alles drin haben? Danke, danke. Danke für die 2 Euro. Jetzt sehe ich es auch in der Stream-Vorschau. Mit der Münze, die oft ploppt. Das müsste eigentlich bei mir auf dem ersten Monitor alles auftauchen, wo ich spiele. Mal gucken, ob ich das irgendwie machen kann. Danke, danke dir, Nico. Badezimmer. Das machen wir hier hin. Bödenlaminat tatsächlich. Kriegst du das da rein? Gelbe Wände. So, Badezimmer ist fertig. Noch 12 Tage gut. Danke dir, danke. Du bist der Erste, der bisher je donated hat. Also, da muss ich mir was einfallen lassen, dass man das irgendwo sieht und erwähnt wird.
eine Duschkabine. Hier, komm, du kriegst eine teure. Ein Klo, kriegst du auch ein teures? Da. Und Toilettenpapier, du willst kein Waschbecken hier drin haben. Okay, das ist creepy. Kriegst trotzdem eins. Auch wenn es nicht ganz an der Wand steht. Jetzt Badezimmer fertig. Böden, Stein. Der sieht nice aus. Braune Wände. Hammer. Barackentisch. Warum will der vier Barackentische hier drinne haben? Was ist falsch mit dem Dulli? Barackenstuhl. Ich baue erstmal alles so rein. Barackensessel. Gusskaminofen. Oh, der sieht geil aus. Der sieht geil aus. Musst nur sagen, wenn die Kinder nett sind, gibt es nächsten Monat Ende wieder. Was? Kinder sind doch immer lieb. Barackenschrank. Der gefällt mir tatsächlich nicht so. Bewegen. Dahin. Bewegen. Dahin. Wie mache ich denn das jetzt? Eins, zwei, drei, vier. Bewegen. So. Dosenfutter. Wow, das ist ein Schrank. Ich kann da nichts reinstellen. Eins. Hallo? Zwei. Drei. Vier. Fünf. Zwei noch. So. Wenn es um Geld geht, hast du recht. Ja, die wissen ja nichts davon. Also, die kriegen das Geld in ihr Sparschwein. Oder aber, je nachdem, da sie ja die nächsten zwei Wochen ab Montag bei mir sind. Und da kann ich leider auch nicht streamen. Außer vielleicht mal abends ab 20 Uhr für eine Stunde, zwei Stunden. Da wir ja auch in den zwei Wochen, wenn es richtig geiles, heißes Wetter ist, an See gehen, kommt das Geld entweder ins Sparschwein oder die Kinder können sich dann ein großes Eis am See holen. Da guck ich mal noch. Ach Gott, die Tische sind viel größer als diese Sessel. Wie mache ich das denn? Bewegen. Ein dahin. Dahin. Das lassen wir, naja, fast so. Das können wir dann so machen. Und dann stellen wir hier noch einen hin. So. Ein Kühlschrank. Feuerholz. Das kommt dann hier hin.
ein Weinregal. Das können wir da hinstellen. Na, hallo? Jetzt. Ein Ventilator. Nein. So. Eine Gasflasche. Ja. Und Dekoration. Kerze 1. Kerze 2. Kerze 3. Kerze Nummer 4. Das ist eine Schaltplatte. Okay. Machen wir noch 2 Whiskyflaschen. So. Ansonsten hätte ich hier tatsächlich alles. Ne, da fehlt noch irgendwas. Hier, eine Teekanne. So, jetzt habe ich alles. Oh. Oh. Na dann. Hast du das eigentlich damals entsinnt gefühlt, als du mit deiner Mutter einkaufen gegangen bist? Oder warst du immer eher das Vaterkind? Ich habe meinen Stiefvater gehasst. Ich habe ihn abgrundtief gehasst. Weil immer Scheiße gebaut, wurdest du mit Schlägen bestraft. Und das hat mich halt geprägt fürs Leben. Ne? Und da habe ich mich schon selber gesagt, ich werde meine Kinder nie mit Schlägen erziehen. Mal in Klaps auf dem Hintern, wenn sie frech sind, klar. Okay. Aber ansonsten, nee, mit meiner Mutter war ich ab und zu mal einkaufen. Klar, wenn es darum ging, Schuhe für mich zu kaufen als kleiner Stöpsel oder Klamotten oder Weihnachtsgeschenke, je nachdem. Nö, ich habe das nicht ätzend gefühlt. Also es war für mich selbstverständlich. Auch wenn ich mit ihr einkaufen gegangen bin, weil ich dann auch geholfen habe, Sachen zu tragen. Also sowas war für mich irgendwie selbstverständlich. Und dann irgendwann, klar, wenn man älter wird, geht man gar nicht mehr mit den Eltern einkaufen. Die machen das dann alleine. Da fährt man mit den Eltern auch nirgendwo mehr hin. Zum Beispiel Pilze sammeln oder wenn sie einfach irgendwo hinfahren, essen gehen und danach an den See oder in die Erdbeeren pflücken oder so. Bin ich halt auch nie mitgefahren. Da bin ich lieber zu Hause geblieben. War mit Freunden unterwegs. Aber ätzend gefunden, ganz ehrlich, habe ich das nie. Einfacher reinigen. Zufriedenheitsbonus. Profi-Jogger, genau das da. Und meine Kinder jetzt, die gehen sehr gerne mit mir einkaufen. Vor allem meine Tochter. Die macht dann Rehaugen. Aber kriege ich was Süßes? Ja. Und dann ist das Portemonnaie wieder leer. Sachen tragen und so weiter ist ja auch selbstverständlich. Ich finde, Frauen brauchen einfach viel zu lange beim Shop. Meine Mutter nie. Ich habe mir das auch von meiner Mutter angeeignet, einen Einkaufszettel zu schreiben. Und das, was sie auf dem Einkaufszettel hatte, das hat sie dann auch bloß gekauft. Falls es mal was im Angebot gab, klar ist sie stehen geblieben, hat geguckt, aber sonst hat sie nur das gekauft, was sie brauchte. Geld für diesen Zeitraum überwiesen, okay. Und sonst, ja, okay, meine Mutter hat damals auch vom Gehalt meines Stiefvaters gelebt. Weil es damals kein Hartz IV gab und sie aber arbeitslos war, ja. Also konnte sie ja nicht so extremst einkaufen. Da weiß ich, worauf ich ihn auch spare.
Ja, das mit dem Einkaufszettel ist nämlich recht praktisch auch. Das habe ich mir bei meiner Mutter angeeignet. Ich habe mir das sogar noch ein bisschen ausgeweitet und schreibe mir hinter dem, was ich einkaufe, sogar die Preise, damit ich ungefähr schon weiß, das und das gebe ich aus. Und dann kann ich immer kalkulieren, wenn meine Kinder mit dabei sind, weil mein Mittelster ist so, der ist sehr bescheiden. Er fragt nie, ob er was bekommt. Er guckt auch manchmal ein bisschen wie ein Trops, wenn ich sage, sucht euch was für 1-2 Euro aus. Und der ist dann immer so, bei uns hier im Netto gibt es halt manchmal so Matchbox. Und da steht er halt gerne da und guckt dann so. Und er ist da sehr bescheiden. Er nimmt halt wirklich immer das Günstigste. Wenn es nach meinem Großen geht, oh, Papa hat gesagt, was für 2 Euro, ich hol mir was für 10 Euro. Und meine Tochter, die hält sich dran. Das Erste, was sie macht, zu den Süßigkeiten rennen. Wenn ich dann dort angekommen bin, zeigt sie mir was, dann gucke ich auf den Preis und je nachdem, ob es im Preisverhältnis liegt, sage ich ja oder nee. Und wenn ich sage nö, legt sie zurück und sucht sich das Nächste aus. Das ist der einzigste Grund, warum Kinder mitkommen. Nee, die müssen auch tragen. Also meine Tochter, wenn es darum geht, Klopapier zu kaufen, die trägt das Klopapier. Mein Ältester, der muss richtig mit anpacken. Dem mache ich schon mal so eine große Stofftüte richtig voll. Und der Mittelste, der muss auch mit anpacken. Also da kommen die nicht drum rum. Vor allem in dem Zeitraum, wo sie immer bei mir sind. Da muss ich auch mehr einkaufen. Und ja, wenn sie essen wollen, müssen sie auch mit anpacken. Warum blinkt denn das jetzt? Einkommen, Ausgaben. Was? Ich mach Minus? Ach, hier kommt die ganzen Renovierungssachen noch mit dazu. Ah. Ich habe ein Einkommen von 3,6, habe einen Rechnungswert von 1,9, habe einen Gewinn von 1,6. Warum wird hier... Ach, hier unten geht es ja noch weiter. Ah, okay, bin ich wieder schlauer geworden. 2 Sixpacks tragen lassen, hast du ein Auto? Ich habe kein Auto. Ich habe in der Ausbildung angefangen mit Führerschein, bin dann ins Hartz IV gefallen und da konnte ich den nicht weitermachen, weil das Geld gefehlt hat. Und ich komme auch ohne Auto zurecht. Ich bin fast jeden Weg immer mit Fahrrad gefahren, habe für mein Fahrrad einen Fahrradanhänger, wo ich halt früher auch immer die Getränke und alles reingemacht habe, wo ich mit meiner Ex zusammen war. Da haben wir auch immer groß eingekauft für eine Woche. Und ja, ich brauche kein Auto. Ich komme zu Fuß hin mit dem Fahrrad oder mit dem Bus und Bahn. Und mein Ältester, der trägt schon Sixpacks. Also, der ist da nicht ganz ohne, aber der ist für 12 Jahre möchte das ja auch hinkriegen. Und selbst die Kleine, wann waren das? Die waren letzte Woche bei mir. Freitag war ich einkaufen. Nee, Samstag war ich einkaufen, Sonntag habe ich den Bus zur Mutter gesetzt. Ne? War ich mit der Kleine ganz alleine einkaufen. Ich habe halt so den Einkaufswagen voll gemacht, dann bin ich so zu meiner Tochter. So, jetzt fehlt nur noch Cola. Gehst du mir Cola holen? 6 Flaschen. Ich bin hinterher. Hat die Sixer Cola aus dem Regal genommen, also von der Palette. Und ich so, und jetzt gehen wir zur Kasse. Da wollte die den Sixer zur Kasse schleppen. Also, meine Tochter wird später mehr Kraft und Muskeln haben als ihre Brüder. Wenn die jetzt schon so anfängt. Ich habe gerade das Geld für diesen Zeitraum überwiesen. Ja, das müsst ihr mir nicht immer schreiben. So, nächster Job. 9.800 kriege ich hier. Ja, das ist wirklich toll. Und selbst im Haushalt. Im Haushalt ist es bei meiner Tochter so, nee, ich will dann lieber baden, wenn es darum geht, Wohnung sauber zu machen. Was also soweit... Alles okay soweit, aber ich habe ein paar Verbesserungsvorschläge für diese Wohnung. Bist du dabei? Mein ganzes Leben lang wollte ich ein Künstler werden. Kannst du mir dabei helfen, kurz ausführen, Schlafzimmer zu installieren? Ja, sicher. Los. Warum nicht?
Das Problem ist nur, jetzt musst du warten, ich habe hier nur 5 Tage Zeit. Was muss ich denn hier machen? Spreche mit deinem Mieter, um den Vertrag neu auszuhandeln. Okay. Verhandle eine Vertragsverlängerung aus. 60 Tage. Mach ein Angebot. Ach scheiße, die Fixkosten. Was? Vergiss es, da gehe ich sogar noch höher. Also komm, ich muss schon ein dickes Plus haben. Der verhandelt mit mir, während er auf dem Klo sitzt. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ich habe einen Gewinn von 400. Oh nee. Abrechne. Da soll er raus. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Achso, Haushalt, genau. Da ist meine Tochter so. Sie fragt entweder, ob sie mein Handy kriegt, geht ins Schlafzimmer und guckt halt YouTube oder spielt Sonic-Spiele. Oder aber will baden. Und meine Jungs müssen hiermit anpacken. Und wenn die ganze Bude in einer Woche von dem zur Sau gemacht wurde, da leg ich sogar die Beine hoch und sage, jetzt könnt ihr hier aufräumen. War ich früher auch, vor allem in meiner Einraumwohnung, wo ich bei meinen Eltern ausgezogen bin. Da war ich auch eher so, ach komm, was du heute kannst besorgen, das verschiebst du gerne mal auf morgen. Aber jetzt hier, seitdem das erste Kind auf der Welt ist, nee, es muss sauber sein. Also es muss eine gewisse Grundordnung herrschen. Was sind denn Dienstleistungen? Nein, will ich nicht. Nachrichten. Ich habe das Geld überwiesen. Gut. Kein freies Schlafzimmer mehr. Renovierung wegen aktiver Mietanfrage. Verfügbar. Ja! Was wolltet ihr haben? Ein Stuhl, ein Schreibtisch, eine Staffelei. Ach du Scheiße. Wo soll ich das unterbringen? Wir verkleinern mal das Sofa ganz kurz. So. Eine Staffelei. Ach, du Heimatland. Mal dort hin. Zimmerabtrennung, was? So. Aber ansonsten, wenn es schon zu lange steht, habe ich mit meiner Mutter ausgemacht, ich spiele vor und sie spielt das. Was heißt vorspülen? Töpfe zum Beispiel brauchst du nur ganz normal einweichen. Heißes Wasser rein, fit rein, Stunde stehen lassen. Easy. Nee, also eine gewisse Grundordnung muss bei mir hier schon herrschen. Es muss nicht klinisch rein sein. Ich lebe in keinem Krankenhaus. Aber eine gewisse Grundordnung muss schon herrschen. Noch der Stuhl. Du kriegst keinen Gaming Chair, denn den habe ich tatsächlich nicht. Du kriegst das da. Fertig. Wie sieht dein Schreibtisch aus? Ich habe einen Eckschreibtisch tatsächlich. Der ist soweit aufgeräumt. Also Handylicht hier, Portemonnaie hier, Notizblock. Ein bisschen was Süßes natürlich von gestern Abend noch. Aber ansonsten, der ist halt komplett aufgeräumt.
Das ist, wenn man es so nimmt, neben meinen Regalen mit dem Wikinger-Sachen und den Konsolenspielen, eines der saubersten Elemente. Da achte ich drauf. Die Kinder wissen auch, das ist mein Privatbereich. Wenn sie mir mal über die Schulter gucken, schön und gut, aber ja, füge die Anforderungen, habe ich doch gemacht. Hä? Kunstausführung in meinem Schlafzimmer zu installieren. Will die mich verarschen? Das habe ich doch gemacht. Alles klar. Laminat. Gelbe Wände. Oh, hier, du kriegst Kopfschmerzgelb. Boah, gelb kann ich ja so mal überhaupt nicht ab. Jetzt, danke für den Hinweis. App öffnen. Okay. Oder was? Interessant, die spielt einen Shooter. Es hätte besser sein können, es hätte schlimmer sein können. Auf Wiedersehen. Kleiner. Hier, freies Zimmer. Ja. Gibt's was zu renovieren? Nö, aber wir bauen hier mal ein neues Klo ein. Damit die sich nicht immer aufregen. Verkaufen. So. Und eine neue Duschkabine. So. Hab ich jetzt endlich Mülleimer? Nee. Das ist Kacke. Muss noch irgendwas hier rein? Eigentlich nicht. Vom Bett aus können sie gucken und zocken. Hier können sie zocken. Da haben sie eine Küche, die haben ein Bad. Passt eigentlich alles. Vielleicht noch ein Spiegel dahin hängen. So. Und ein paar Lampen. Ja, es ist gleich, ja. Warte mal. Haha. Bewegen. Nein, das war zu hoch, oder? Nö. So, und jetzt hier noch eine mit dich hin. Ha! Geil. Hattest du im ersten Stream nicht welche? Nee, hatte ich auch nicht, tatsächlich. Das waren, ich glaube, du verwechselst das gerade hier mit den Wäschekörben.
Aber tatsächlich könnte man mal einen Wäschekorb hier hinstellen. Mal gucken, ob sie da den Müll reinwerfen. Und auch wenn die das nicht brauchen, weil die keine Waschmaschine haben. So. Dann. Tag der offenen Tür. Event starten. Nehme ich dann gleich an. Naja, einmal Korb ist immer ein Korb. Ja. Was? No. Gefällt euch überhaupt irgendwas? Ich würde gerne mal einen Alkoholiker in meiner Bude haben. Es gibt nämlich noch ein Achievement. Okay, das ist eine Zockerin. Der gefällt die Konsole. Hallo, Mietverhältnisse, kein Mietverhältnis. Das heißt, ich dürfte eigentlich schon gar keine Mietschulden haben. Keine Vorstrafen. Verhandeln. Auch wenn sie nicht befriedigt ist. So. Aber warte mal hier, 60 Tage natürlich. Willst du mich verarschen, ne? Aber nicht für 500. Nö, ist immer noch zu wenig. Alright. Nein, ist immer noch. Alter. Ach komm, leck mich doch, Alter. Errungenschaft freigeschalten, riechst du das auch? Warum? War blitzeblank sauber. Jetzt der Job, da war doch was. Den da. 10 Tage habe ich Zeit. Naja, einmal. Gut, da waren wir ja schon. Dies Jahr. Das kennen wir ja schon. Renovierungsstart, ne? Reinigen. Chance auf Reparieren. Reinigen. Chance auf Reparieren, entfernen. Nice. Warum kann ich das nicht einlagern? Das würde mir 4.900 bringen. Den Quark brauche ich tatsächlich nicht. Irgendwie verstehe ich das momentan nicht. Verlassen. Ich brauche Geld. Renovieren. Hartholz. Wände braun. Hier sehen aus wie Planken. Hammer. Ich brauche auch Geld. Ja, bei der Summe hätte ich die jetzt auf dem Konto, das wäre richtig nice. Hängematte, da ist die Tür, hier sind die Fenster. 1.
Machen wir die mal so. 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 Von der Summe wird sich Vater starten. Die Sparkasse ist so schön was im. Ja, das auf jeden Fall. Fässer. 1, 2, 3, 4. Bootsdeko. Wow. Antiker Schreibtisch, Captain Schreibtisch. Was? Den stellen wir mit dich hin. Wurde sogar gewertet. Schön. Ein Stühlchen hätte ich gerne noch. Den hier. Okay. Warum connecten die nicht miteinander? Was ist denn da los? Naja, nein, der gefällt mir nicht. Wir machen den ja. So. Es wäre tatsächlich alles fertig. Aber ein bisschen Deko muss noch. Hier ist wieder das. Ne, Schatzkarte gibt's auch nicht. Das ist ärgerlich. Stellen wir da noch ein Fass hin, da gibt es noch eine Kerze drauf. Wie sieht's aus? Dekoration 100% abschließen. Ja, zum Thema Impfung, ich würde dir auf jeden Fall empfehlen zu warten. Bei mir ist der größte Scheiß gekommen. Ich lass mich nicht impfen. Also. Das hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt. Nee. Kommt, eine Spritze kommt mir mit dem Zeug nicht in den Körper. Und ich bin mal gespannt, ob die das wirklich durchziehen, was man momentan alles lesen tut, dass die, die sich nicht impfen lassen wollen, nicht geimpft sind, dass die wirklich totale Einschränkungen haben. Und die, die sich impfen lassen und geimpft wurden, dass die sich frei entfalten können in dem Land. Und 3500 Bonuszahlungen gekriegt. Hat noch was offen an Schulden, die Frau. Sorry, ich werde mich sofort kümmern, hoffentlich. Frei entfalten. Naja, also es heißt ja, dass die, die sich nicht impfen lassen, in ihrem Leben eingeschränkt sind. Die dürfen halt zu keinen Konzerten mehr, die dürfen nicht in den Urlaub fahren oder irgendwo anders hin.
Und es hieß aber damals von der Regierung, es gibt keine Impfpflicht. Und wenn die das so durchziehen wollen, dass man, wenn man in Urlaub will, wenn man ins Konzert will, auf irgendwelchen Veranstaltungen erscheinen möchte und, dass man da geimpft sein werden muss, ist es in meinen Augen eine Impfpflicht. Genauso wie viele Firmen sagen, unsere Mitarbeiter, wenn die bei uns arbeiten wollen, die müssen geimpft sein. Das ist auch eine Impfpflicht in meinen Augen. Deswegen verstehe ich nicht, wie die Aussage von der Regierung oder von den Obrigkeiten kommen kann. Es gibt keine Impfpflicht, obwohl man, ja, geimpft sein muss, um das und das machen zu können. Ja, ich kriege das immer bei Facebook alles mit. Da kriege ich ja immer halt die neuesten Nachrichten angezeigt. Das Geheimnis der Kraken, was? Hey, ich habe gleich ein Date und suche einen neuen passenden Film. Kannst du was empfehlen? Ich halte bitte dein Handy im Auge. Vielleicht habe ich noch Fragen. Doku über Wondersville? Das Geheimnis der Krakenzwillinge. Das doch. Hört sich cool an. Wer ist denn das? Ist das meine neue Mieterin? Tatsache. Wer lebt hier? Gut, dann kann ich das löschen. Oh Gott, bei Facebook musst du aufpassen. Kann man wie mit Bild rechnen? Ne, sowas wie Bild, die Sächsische Zeitung und sowas habe ich gar nicht abonniert dort. Ich habe hauptsächlich RT Deutsch abonniert. Und ja, dann wird halt so immer noch Haufen Zeug gemacht, dann posten die Leute halt noch genügend Sachen. Ich glaube auch nicht alles, was da gepostet wird, aber ja, man muss halt auf alles vorbereitet sein. Und wenn es wirklich so weit kommt, dass du nur als Geimpfter alles Mögliche machen kannst, es ist in meinen Augen eine Impfpflicht und dann müsste man die Regierung irgendwie dafür zur Verantwortung ziehen. So, weil mein Schwager zum Beispiel, also der Freund meiner Schwester, der will dieses oder nächstes Jahr aufs Böse Onkels Konzert. Er darf da nur hin, wenn er geimpft ist. Ansonsten nicht. Und das ist halt irgendwo in meinen Augen wieder eine Impfpflicht. Koche etwas Besonderes. Komm, ey, ist das dein erstes Date, Alter? Vor allem, die hat ein Date mit einer Frau, die gerade Dreck gemacht hat. Ich hab das gesehen. Die hat Dreck gemacht. Okay, Mieterhöhung. Nö, mach ich nicht mit. Das gibt einen Aufschlag von 1000 Euro. Minimum. Jetzt beobachte ich die ganze Zeit die zwei hier. Warum? Okay. Wow, das war ein Riesenerfolg. Alles dank deiner Ratschläge. Danke. Ja, mach dir. Okay. Mach den Dreck da sauber. Regierung gesagt, dass nur, dass es keine Impfpflicht gibt, damit die Leute denken, oh, da ist die Regierung, aber gut. Ja, ja. Man wird doch heutzutage nur noch von allen belogen und wortwörtlich ausgenutzt. Was nehme ich denn jetzt an? Anders, bevor ich jetzt irgendwas annehme, ich mache wieder eine kurze Raucherpause, bin gleich wieder da. Rockstar, Dancer, Killer, Drop, my love is a party.